auch schnell zeigen zu meiner Auktion im Ricardo für Phantom 2, dass das also auch funktioniert, das Ganze. Ich schalte jetzt also die Fernsteuerung ein. Das gleiche noch ein. Akku. Das kennt ihr ja auch schon. Gimbal jetzt funktioniert. Er hat einen schwarzen Aussetzer gehabt. Das habe ich aber auch schon gemerkt, ehrlich gesagt, dass er am Anfang kurz ein bisschen lampet, aber lampet. Aber in der Vorne sieht man ja auch noch Sachen über das Thema. Aber die sehen jetzt, es funktioniert also einwandfrei. Das gleiche auch, wenn ich rein an der Steuerung das Hebel hier, also es sieht hier unten, wenn ich das hier drehe, mache jetzt das, dann geht GoPro hoch, und wenn ich es auf die andere Seite drehe, dann geht sie auch von 90 Grad runter. Ich muss jetzt wieder zurückdrehen, das ist ein bisschen ein Gückeli-Spiel da. Dass man sie gerade hat, das war früher besser gewesen. Und das darf man nicht mit Gefühl.